Ja, Lothar Mischer hier von Mika News. Ich stelle euch heute hier mein neues Mischpult vor, was ich jetzt benutze. Und zwar das Behringer CNX X1622 USB. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal zum Anfang die Grundeinstellungen an. Ja, die Grundeinstellungen sind eigentlich ganz einfach, aber zuvor drehe ich das mal auf die Seite und Netzstecker und verschiedene Anschlusskabel hier, die ich hier anschließen kann. Dann habe ich hier die Möglichkeit, USB anzuschließen. Dafür liegt auch ein USB-Anschlusskabel bei. Als nächstes, hier haben wir für den Phantomstrom, für die 48 Volt, haben wir hier den Ein-Ausschalter und den Power-On-Knopf. Und als erstes würde ich sagen, werden wir mal das Netzstrom anschließen und den Power-On-Knopf drücken. Und danach gucken wir uns mal die Grundeinstellungen an. Da fangen wir hier oben an mit den Line 1, 2, 3, 4. Und zwar hier oben der Line-Taster Low Cut sollte oben stehen. Nicht gedrückt sein, sondern nach oben. Dann der Gain-Regler sollte ganz nach links sein. Der Kompression-Regler auch ganz nach links. Dann die anderen für die Mitten, Höhen und Tiefen ganz nach oben. Hier. So, dann hier AUX ganz nach links, FX auch nach links und hier der Pen nach oben. Und das hier überall kontrollieren wir und hier der Knopf auch nach oben. Dann hier unten, der Schieberegler sollte hier auf 0 stehen, aber überall. So, dann hier die Button sollten alle nach oben stehen, weil ansonsten, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann habe ich hier praktisch den Main aktiviert oder ich habe hier den Sub aktiviert. Genauso hier Mute, dann ist Mute aktiviert. Das heißt, ich schalte den Kanal auf stumm. Kann man dann gut an der LED erkennen. Dann gehen wir hier weiter. Das sollte hier bei dem Kanal, bei der Line auch so sein. Dann haben wir hier Line 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hier genauso. Sollte nicht nach unten stehen, sollte oben sein. Auch hier die nach oben drehen. So, dass sie alle oben stehen. Hier auch AUX nach links, FX nach links, Bell nach oben. Hier wieder nicht aktiviert sein. Und hier genauso die Schieberegler so stehen, wie sie hier stehen. Dann hier oben, der Knopf sollte oben stehen. Dann haben wir hier den AUX ganz nach links, den FX auch nach links, hier genauso nach links und hier auch nach links. Hier sollte auch alle nach oben stehen, hier genauso und hier der weiße Regler auch nach links. Dann hier für Sub 1, 2. Die Schieberegler sollten auch nach oben stehen, auf der 0. Das sind so die wichtigsten Einstellungen jetzt zu Beginn. Ja, als nächstes, wenn ihr es noch nicht eingeschaltet habt, also man kann es ja hinten einschalten, wenn ihr es noch nicht eingeschaltet habt, dann schaltet das Mischpult ein. Als nächstes tun wir das Mikrofon einmessen. Und zwar nehmen wir hier unser XLR-Stecker und Mikrofon und schließen das hier einfach und simpel an. So, dann müsst ihr wissen, wie weit das Mikrofon von euch weg ist. Also solltet ihr natürlich in Sprechposition einpegeln. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ansonsten übersteuert ihr das Ganze. So, dafür müsst ihr wissen, Main oder Sub, dann wird das einmal über den Substream bzw. Main Mix gemacht. Kommt darauf an, wo das dann Ganze hin soll. So, ich aktiviere hier einfach mal den Sub. Dann stelle ich hier auch auf Sub. Wenn das darüber gehen soll, dann nehme ich mir einen weißen Regler, stelle den nach oben. Und wenn jetzt noch nichts geht, hier den Gain Regler nach oben. Und wenn noch nichts passiert, dann kann es sein, hier
dass das die 48 Volt unterstützt. So, dann müssen wir hinten noch einschalten. Dann werden hier die 48 Volt angezeigt. Und ihr seht, jetzt geht's hier, leuchtet so langsam die LED. Und jetzt können wir das einmessen. Wir sprechen dann immer in der Lautstärke, die wir ganz normal reden. Dann können wir hier kontrollieren. Sollte eigentlich immer bei 0 sein, vielleicht kurz darüber. Aber es ist natürlich so abhängig. Ihr seht, wenn ich jetzt weiter weg bin, dann wird das schon ganz anders von der Lautstärke. Also ihr müsst schon dort so sprechen, wie ihr dann ganz normal vor dem Mikrofon redet. Und dann kann man das Ganze ganz normal hier halt einmessen und nutzen. Es sollte nicht in den roten Bereich gehen, weil das hört sich dann nicht so schön an. Und das kann man hier darüber einstellen. Mal sehen, was man hier machen kann. Hier kann man auch nochmal gegensteuern. In der Hinsicht, das geht auch dort. So, als nächstes, wenn man jetzt über den Mainstream das Ganze machen will, dann kann man das hier reindrücken und muss das dann auch hier aktivieren. Als nächstes würde ich sagen, kommen die Kopfhörer dran. Also man kann da verschiedene Kopfhörer nehmen. Ich habe hier ganz simple und einfache genommen. Ich nehme gerade mal das Mikro weg. So, als nächstes nehme ich hier meine Kopfhörer. Ganz simple und einfache Amazon-Kopfhörer. Habe hier ein Adapterkabel reingesteckt. Musste auch hier etwas adaptern, um hier auf die 6,3 mm Klinke zu kommen und steckt das Ganze hier in Phones rein. So, das ganze Signal kommt jetzt hier quasi über meinen Substream hier an. Das höre ich dann hier auf meinen Kopfhörern. Das geht noch nicht in den Mainstream rüber. Erst wenn ich hier den Mainstream hier überall aktiviere. Ansonsten, wenn ich jetzt hier den SAP überall aktiviere, höre ich alles auf den Kopfhörern. Will ich es rausschicken, kann ich es hier über den Main nach draußen schicken. Dazu muss ich aber noch Main Out dann einstecken, um das zum Beispiel an meinen PC weiterzuleiten, das Signal, damit ich es dann praktisch zum Beispiel OBS über OBS nach außen sende. Jetzt nehme ich mal die Kopfhörer nach oben und kann dann hier praktisch, das werdet ihr jetzt nicht hören, aber man kann das hier einpegeln. Man hört jetzt, also man sieht jetzt, was ich höre. Ich höre jetzt quasi über die Kopfhörer fast gar nichts. Das kann ich hier dann mir so einpegeln, dass das genau in dem Level ist, wie es vorher sein sollte. Also wie ich es vorher mit das Mikro eingepegelt hatte. Das konnte ich ja hier über den Gain machen. Und jetzt hört man wieder gar nichts, ne? Das ist klar, über den Genregler konnte ich das ja vorher schon mal gut einpegeln. So, und das gleiche kann ich mir natürlich machen hier. Und das kann ich dann hören, wie ich das hier für mich höre. Und ihr hört, seht das gleich am Pegel, dass das überhaupt nicht passt. Also sprich, ich gehe jetzt hier wieder auf die 0, so wie ich es vorher schon eingepegelt hatte. Und dann funktioniert das auch hier wunderbar in der Hinsicht. So, als nächstes müssen wir jetzt hier den Main Out noch einstellen. Nochmal kurz zum Verständnis, den SAP könnt ihr natürlich deaktivieren, aber ihr hört euch nicht mehr im Stream. Also dieses Monitoring, das funktioniert dann nicht. Das ist quasi das, dass man, was man spricht und hört im Stream, also was hier für Signale reinkommen, hört man das über diese Kopfhörer. Manche wollen das hören, manche wollen es nicht hören. Manche Sänger hören sich sogar selber singen dabei, zum Beispiel beim Aufnehmen von Titeln. Und manche Streamer wollen sich auch selber hören, damit sie wissen, okay, die Stimme ist von der Lautstärke okay und es passt der Stream. Deswegen, der eine mag es, der andere mag es nicht. Man kann das aktivieren, man kann es auch deaktivieren. Wichtig ist, dass der Mainstream aktiv ist, wenn man genau dieses Signal von diesem Port, also sprich von Line 1, 2, 3 oder 4, nach außen schicken will, in die freie Welt, zum Beispiel OBS, dann Richtung YouTube oder an Twitch oder andere Kanäle. Da ist wichtig, dass das dann auch aktiv ist. Wie gesagt, mit SAP hört man sich seine eigene Stimme über das Mikrofon, über den Phonausgang und alles, was rausgeht Richtung PC, also sprich Richtung OBS und anderen Streaming-Programme, da muss man den Main aktiv haben. Ansonsten hat man keinen Ton.
So, um den Sound, den Ton nach außen zu bekommen, also Richtung Computer, nehme ich hier so ein Stereokabel, 6,3 mm Klinke auf 3,5. Und zwar der rote kommt auf R und der weiße auf L. So, das Ganze tue ich jetzt nicht direkt mit dem PC verbinden. Und zwar zuerst geht es hier, muss ich mal kurz hier das Ganze entfespeln. So, ist zum Glück relativ lang das Kabel. Führt man natürlich dann so, dass das Ganze nicht stört. Dann kommt hier so ein, ich habe hier den SNI 1/3,5 mm Filter, um praktisch irgendwelche Störgeräusche, die dann eventuell in den Stream gehen könnten, zu entstören, also zu entfiltern, wie man so schön sagt. Und hier gehe ich jetzt in meine Grafikkarte an mein PC. So, 3,5 mm Klinke kommt hier line in am Mainboard. Hier, meine Grafikkarte. So. Das war's schon. So, OBS. Ganz simpel und einfach. Wir gehen hier unten in Einstellungen rein, gehen hier auf Audiogeräte und können hier alles deaktivieren, weil wir gehen ja, brauchen auch hier nicht das, was ich hier noch an anderen Geräten habe, können wir alles deaktivieren im Moment, außer ihr wollt noch was anderes nutzen, und wir gehen hier einfach auf dieses High Definition Audiogerät. Und dann läuft alles quasi dann hier über den Stream hier ab. Wir müssen das Ganze übernehmen. Okay drücken. Und dann haben wir hier das Ganze hier zu sehen. Unser Mikrofon. Und schon können wir das nutzen. Wenn ich hier mein Mikrofon in die Hand nehme, dann hier. So. Und dann einfach rein, Sprecher. Da muss man jetzt bloß aufpassen, dass man das jetzt nicht übersteuert. Ganz normal reden. Wenn es zu laut ist, dann würde ich sagen, müssen wir das noch etwas runterregeln. Aber das ist ja kein Problem, dass wir das machen. Ich werde auf jeden Fall mal testen, ob das Ganze funktioniert. Und das sollte man zumindest auf jeden Fall machen. So, im nächsten Schritt nehmen wir wieder unser Audio-Stereo-Kabel. Nehmen diesmal hier den Ausgang, Stereo-Ausgang, und zwar auch wieder den roten Anschluss in R und den weißen in L. Dann stellen wir hier sicher, dass das Signal auch wirklich im Sub und im Mainstream rüberkommt, und das stecken wir jetzt in die Buchse vom Lautsprecher vom PC, damit wir das Signal praktisch dann hier über die Kopfhörer hören und dann auch in den Mainstream rüberbekommen. So, nun kommt das Kabel in die grüne Buchse hier vom PC, also von meiner Soundkarte. Ihr solltet jetzt nur darauf achten, unten Lautsprecher, hier Option für Lautsprecherregelung, beziehungsweise hier Aufnahmegerät sollte sein, hier euer High Definition Audiogerät, damit das auch funktioniert und richtig angesteuert wird. Also darauf solltet ihr auf jeden Fall achten, und das gleiche auch bei der Wiedergabe, dass das dann hier in den Einstellungen ausgewählt ist. Ansonsten kann es Probleme geben. So, wenn ihr ein zweites Mikrofon anschließen wollt, dann müsst ihr euch bloß ein zweites kaufen und das im Prinzip mit diesem Kabel verbinden. Ganz simpel und einfach. Ein XLR-Kabel sollte das Mikro haben. Das verbinden wir jetzt hier. So, mache hier noch den Schutz drüber. So, wenn ihr eine Halterung habt, könnt ihr das natürlich auch in die
Halterung machen. Und jetzt muss ich das genau wie das erste hier, bla 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 bla. Jetzt muss ich das natürlich auch noch einstimmen. Das heißt, ich muss hier natürlich den Sub, habe ich jetzt hier schon eingeschaltet, den Main, wenn ich praktisch das auch über mein hier Main-Kabel nach außen, also das Stereo-Kabel nach außen Richtung PC setzen will, in den Stream hinein. Und jetzt muss ich das Ganze noch über den Gain-Regler hier einstellen. Und man sieht, wow, so sollte es natürlich nicht sein. Na, das übersteuert natürlich, also das ist überhaupt nicht das Korrekte. Muss man jetzt hier natürlich drauf achten, dass wir da auch wieder hier in dem Bereich sind zwischen 0 und 2 und kurz darüber. Und dann kann man das hier regeln. Muss natürlich aufpassen, wie nah man dran ist. Also wenn ich jetzt hier weiter weggehe, dann muss ich das natürlich höher stellen, das Ganze, von dem Ganzen. Aber wenn ich jetzt näher rangehe, dann merkt man schon, dass der Ton etwas lauter wird. Also das kann man hier noch regeln. Man kann das auch schön sehen hier an der Einstellung, wie laut es ist. So, und dann am besten so einstellen, dass man dann wirklich richtig schön den Ton dann auch hört, wenn man das Mikro vor sich hat. So muss man dann so regeln. Oder man nimmt nur die Außengeräusche. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Außengeräusche nehme, muss jetzt hier mal ausschalten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 von meinem zweiten Mikro. Kann ich ja einmal die Außengeräusche nehmen. Zum Beispiel. Und von dem Mikro nehme ich, muss ich hier natürlich Sub und Main einstellen. Hier kann ich natürlich jetzt zum Beispiel die Außengeräusche nehmen und von dem anderen nehme ich einfach die Tongeräusche, weil wenn ich jetzt hier reinspreche, man hört, geht nicht so hoch in der Hinsicht. Und dann nehme ich das andere Mikro und hier kann ich dann wirklich richtig schön meinen Text reinsprechen, moderieren oder. Also wenn man noch einen zweiten hat oder man nutzt das zweite Mikro, wenn man zwei Leute nebeneinander hat oder jemanden interviewen möchte, da bietet sich das natürlich optimal an. So, deswegen zwei Mikros gar nicht mal so schlecht. Man kann dann die hier schön einregeln, hier drauf achten, dass das hier auch schön auf Null steht. Und zur Not kann man ja hier das Monitoring machen, indem man halt hier so mit den Kopfhörern, genau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Und dann kann man das hier hören, was man hier gesagt hat. Und wenn man zum Beispiel jetzt noch eine zweite Soundkarte benötigt und die hat man nicht am Rechner dran, dann gibt es hier so einen USB-Adapter von Ucreen, habe ich mir den genommen, kann ich in die Beschreibung geben. Und dann brauche ich auch wieder so ein Kabel, so ein passendes Kabel dazu. Wo habe ich das? So, genau wie hier, wie ich es hier schon getan habe und hier schon getan habe, auch wieder so ein Stereokabel, einmal rot in für rechts reinstecken und das andere Kabel, den 6,3 Klinkenstecker für links. Und hier zum Beispiel kann ich jetzt hier in mein, muss man hier wirklich genau gucken, Kopfhöreranschluss gehen oder in den Mikroanschluss, kommt immer darauf an, was ich möchte. Jetzt gehe ich mal hier in den Kopfhöreranschluss und kann hier jetzt Richtung PC gehen und kann zum Beispiel das Signal auswerfen. Ich sage einfach mal im Discord, in Skype oder ähnliches. Ich muss halt bloß in den Einstellungen von dem Audio in dem Programm kann ich ja einstellen, ich möchte bei Skype zum Beispiel nutzen, den Kopfhörer als Ausgabe. Ich kann aber auch wählen, dass ich jetzt ein anderes Gerät anwähle. Und das kann ich einstellen im Programm, geht bei Discord, geht auch in anderen Programmen, das einzustellen. Das kann ich hier rüber dann nutzen, indem ich hier eine zusätzliche Soundkarte quasi habe. Ja, so habe ich das bei mir gemacht. Ich habe hier zwei Mikros angeschlossen, habe hier meine Verbindung zum PC gemacht, um den Ton vernünftig auszugeben.
Hier mit den Kopfhörern kann ich kontrollieren, ob der Ton auch wirklich korrekt ist. Und mit dem Mikro ist ganz klar, da quake ich einfach nur rein. Also ganz simpel und einfach. Wichtig ist, ihr müsst natürlich hier die Button dann auch aktiv haben, dass auch wirklich das Signal rüber geht. Genauso hier, wenn ihr das nicht hören wollt, dann könnt ihr den Sub ausmachen, dann hört das nicht auf dem Kopfhörern. Wenn ihr das aber hören wollt, also Art Monitoring, dann einschalten. Ganz wichtig, Main sollte auf jeden Fall eingeschalten sein. Ja, das war das Behringer Zenix X1622 USB. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Mika. Ja, Tipps und Tricks könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr was gemacht habt, wie ihr es machen würdet oder ähnliches. Da bin ich natürlich immer sehr dankbar. Thank you.